So reisen sonst übrigens nur die Ölscheichs. So, neue Sitzungswoche. Ich trinke deswegen jetzt erstmal einen Filterkaffee. Der steht hier im Büro. Ansonsten begann die Woche, wie ich eben gelesen habe, wirklich schräg. Ich konnte eben nachlesen, dass fünf Minister der Bundesregierung allen Ernstes mit vier Flugzeugen mit demselben Ziel, nämlich die USA, dorthin fliegen und nicht in der Lage sind, eine Fluggemeinschaft zu bilden. So reisen sonst übrigens nur die Ölscheichs. Das kann ja nicht allen Ernstes sinnvoll sein, was da gerade abgeht. Traurig ist, Sigmund Jähn ist gestorben. Ich habe ihn mal kennengelernt auf dem Geburtstag von Gregor Gysi. Der wievielte das war, sah ich nicht. Aber ich konnte dort mit ihm sprechen und ich habe selten so einen beeindruckenden, coolen, bescheidenen Menschen gesehen, der so viel Lebensfreude und Weltoffenheit ausgestrahlt hat. Und ich hoffe, dass es jetzt wirklich dazu kommt, dass Sigmund Jähn auch von Seiten der Bundesregierung offiziell den Respekt und die Würde bekommt, die er verdient hat. Das wird wirklich höchste Eisenbahn. Erfreulich diese Woche ist, Bruce Springsteen wird 70 Jahre, allen Ernstes. Und ich war zwei, dreimal auf einem Konzert bei ihm. Er macht eine gute Show, gute Musik, aber vor allem ist er ein wunderbarer Chronist der amerikanischen Arbeiterbewegung mit all ihren Hoffnungen und zerplatzten Träumen. Und wer wissen will, wie es zu Trump kommen konnte und was man dagegen tun sollte, der sollte unbedingt mehr Bruce Springsteen hören. Und bis ich dazu komme, werde ich jetzt den Filterkaffee austrinken, danach rausgehen und mich voll in den Klassenkampf stürzen. Schöne Woche.